internationale Automobilausstellung IAA in Frankfurt bietet alles, was das Herz des Autofans höher schlagen lässt. 1103 Aussteller, 219 Weltpremieren, darunter jede Menge Studien, sogenannte Concept Cars. Zukunftsmodelle von Porsche und Mercedes bis Honda und Bugatti. Aber werden sie eines Tages auch auf die Straße kommen? Der Porsche Mission E ist der erste rein elektrisch angetriebene viersitzige Sportwagen der Marke. Er verfügt über 500 Kilometer Reichweite, beschleunigt in knapp 3,5 Sekunden von 0 auf 100 und braucht eine Ladezeit von rund 15 Minuten für 80% der elektrischen Energie. Die Instrumente werden mit Blick- und Gestensteuerung bedient. Damit einem Concept Car wirklich ein Ausblick auf die Zukunft gegeben werden soll, hat man als Designer viel mehr Freiheit. Man kann Dinge wagen, die zumindest heute noch nicht legal sind, es aber in Zukunft sein könnten. Das lässt uns mehr Freiheit. Für Raunen und Staunen sorgt das Intelligent Aerodynamic Automobile von Mercedes. Eine Art Transformer der Zukunft, der ab einer Geschwindigkeit von 80 km/h automatisch vom Designmodus in den Aerodynamikmodus schaltet und durch zahlreiche aktive Maßnahmen die Gestalt verändert. Besonders spektakulär die Heckverlängerung um 40 cm. So verbessert sich der Luftwiderstand auf unerreichte Werte. All diese unterschiedlichen Bestandteile, die sich verschieben und die Form des Wagens in mehreren Bereichen verändern, sind notwendig, um diesen fantastischen Aerodynamikwert zu erreichen. Der Honda Project 2 and 4 ist das perfekte Zwitterfahrzeug für Autofans, die auch für Motorräder schwärmen. Das Hybridgefährt wird mit einem Autolenkrad manövriert und hat einen Motor, der gewöhnlich in Rennmaschinen steckt. Der Fahrer nimmt auf einer fast schwebend wirkenden Sitzkonstruktion Platz. Der Flitzer ist der Gewinner eines firmeninternen Wettbewerbs. Das Design stammt von Martin Pettersen.